Die Essenz des Lebens. Als die Nacht langsam den Tag wieder obsiegte und der helle, warme Schein der Sonne den mystischen Schein des schwarzen Mondes weichen musste, so dass nun wieder die Dunkelheit die Oberhand gewann, waren ein verliebtes Menschenpärchen und ein ebensolches Geisterpärchen noch immer eifrig auf der Suche nach dem Geheimnis der Verderbnis. Nach der Antwort auf ein solch unscheinbares Rätsel, welches im Eigentlichen nur im Fehlen eines sonst so oftmals überflüssigen Artikels bestand. Während die letzten Strahlen der Sonne den unteren Lesesaal in ein romantisches Orangerot hüllten, trat Buchwurm, der altehrwürdige Bibliothekar, langsam die Stufen der Wendeltreppe hinab. Langsam polterten seine Schritte die Stufen hinunter, und als die vier eifrigen Leser seine Schritte hörten, schreckten sie kurz auf. Doch Tami und Lucy wussten, was zu tun war, da der Bibliothekar und ein paar wenige Gäste bereits mehrmals ihre Recherche störten, indem sie tagsüber den Raum betreten hatten. Daher taten Tami und Lucy, was ihnen Ferry geraten hatte, um jegliche fragliche Diskussion und damit verbundenen Ärger zu umgehen. Sie versteckten sich hinter den zahlreichen Bücherregalen, welche ein Rondell bildeten, sodass man sich gut verstecken konnte. Die beiden Parapsychologen waren zwar zuerst verwundert, als am Morgen Buchwurm die Treppe hinunterkam und die Biokryptologen sich nicht unsichtbar machten, doch eine kurze Erklärung derer, dass die gesegnete Aura des Herzogtums ihnen die Unsichtbarkeit versagte, genügte, um auf eine diebische Unsichtbarkeit auszuweichen, einfach aus dem Blickfeld anderer zu verschwinden. Als Buchwurm mühevoll die letzten Stufen der Treppen absolviert hatte, schaut er zu Ferry und Honoria. Diese taten, als hätten sie die unüberhörbaren Schritte des netten alten Mannes nicht gehört, in denen sie vertieft in ihre Lektüre blickten. Erst als der Bibliothekar mit fröhlicher, beruhigender Stimme, welch ein Opa glich, der seinen Enkel eine gute Nachtgeschichte erzählte, rief: "Alles in Ordnung, ihr beiden?" hoben die beiden Verliebten erschrocken ihre Köpfe und Ferry sprach: "Ach, Buchwurm, ihr seid es!" "Ja, alles in bester Ordnung. Danke der Nachfrage." Honoria bestätigt diese Aussage mit einem freundlichen Lächeln und ein zustimmender Nicken. "Ihr seid jetzt schon seit einigen Tagen am Nachforschen. Habt ihr irgendetwas gefunden?" "Leider noch nicht", gestand Ferry etwas ernüchtert. "Aber danke, dass ihr uns heute Nachmittag wenigstens ein paar Stullen vorbeigebracht habt. Sie haben übrigens vorzüglich geschmeckt", fügte Honoria freundlich hinzu und versuchte so, das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken. Der alte Mann lächelte erfreut zurück und sprach dabei: "Ich weiß es selbst, wie es ist, wenn man sich in etwas vertieft. Dann vergisst man alles andere, sogar das Essen." Er machte eine kurze, rhetorische Pause, ehe er mit besorgter Stimme fortfuhr: "Wollt ihr auch heute Nacht noch hierbleiben? Ihr solltet etwas schlafen." "Wir werden noch etwas schlafen. Wir machen immer ab und an ein kleines Nickerchen, wenn wir müde sind", antwortete Ferry beschwichtigend. "Aber überarbeitet euch nicht. So wichtig eure Recherchen auch sein mögen, euer Leben und eure Gesundheit sind viel wichtiger." "Danke für deine Sorge, aber wir passen schon auf uns auf", erwiderte Ferry. Buchwurm nickte zufrieden, ehe er sich umdrehte und wieder die Treppe hinaufstieg, wobei er sprach: "Vergiss aber nicht, nach mir abzuschließen und mich auch morgen früh wieder reinzulassen." "Das habe ich heute doch auch nicht vergessen", antwortet Ferry verwundert. Er erhielt keine Antwort, nur das Geräusch der sich entfernenden Schritte vom Buchwurm war zu hören, ehe es nach einigen Sekunden schließlich verstummte, woraufhin Tami und Lucy hinter den Bücherregalen hervorschwebten und sich zu ihren neu gewonnenen Freunden gesellten. "Ein überaus höflicher Mann", sprach Tami. "So alt wie der schon ist, ist er weitaus näher an dem Begriff Geist als Mann dran", warf Lucy sogleich ein. "Sei doch nicht so gemein, er hat uns ja nichts getan", sprach Tami beruhigend, woraufhin Lucy keinen weiteren Kommentar von sich gab, sodass ein Moment lang Ruhe herrschte. So wurde erst wieder von Ferry gebrochen, welcher leicht enttäuscht zugab: "Jetzt sitzen wir schon einen Tag hier und haben so viele Bücher durchforstet und alles ohne Erfolg."
Liebster, sei nicht traurig. Wir müssen es einfach weiter versuchen. Tröstete Honoria, welche zart ihre Hand auf seine Schulter legte. Ferry stöhnte kurz erschöpft und erwiderte dann: Du hast recht. Wir müssen es weiter versuchen. Aufgeben hilft uns auch nicht weiter. Er machte eine kurze Pause, ehe er seinen Kopf zu Honoria drehte und eindringlich fragte: Welche Werke nehmen wir uns denn als nächstes vor? Sie lächelte, da sie sich freute, dass sie sein Interesse wieder wecken konnte. Sogleich ergriff sie eine Liste, welche Bücher Wurm zusammengestellt hatte und auf der alle Bücher aufgelistet waren, in denen das Schlagwort Verderbnis auftauchte, sodass sie diese nun einfach abarbeiten konnten. Also als nächstes kommt das Buch Sinn und Unsinn des Lebens. Das werde ich mir vornehmen. Klingt überaus interessant. Sprach Lucy eilig. Dann las Honoria weiter laut vor. Dann hätten wir noch Verderbnis, Tyrannei als ideale Herrschaftsform. Willst du das machen, Liebster? Ich denke zwar, dass mich das Werk besonders ärgern wird, aber sei's drum, antwortete Fairy. Weiter geht es mit... Oh. Sie machte eine kurze Pause und ihr Blick fahrte auf der Liste. Als sie so über eine Minute lang keinen Ton von sich gab, fragte Fairy schließlich: Alles okay? Seltsam, sprach Honoria leise und verwirrt. Im Angesicht der Vorkommnisse der letzten Tage ist das, denke ich, ein Wort, was ziemlich an Bedeutung verloren hat und einer neuen Version von normal gleicht, warf Lucy skeptisch ein. Ich denke nicht, meine Geliebte, dass es sich hier um eine literarische Seltsamkeit handelt, entgegnete Tami mit trockenem Humor, den Lucy mit einem Lächeln beantwortete, ehe Honoria ihre drei Freunde einen nach dem anderen anblickte und dann schließlich sprach: Ein Buch fehlt. Buchwurm hat es als ausgeliehen eingetragen. Ja und? Fragte Lucy skeptisch, ehe sie fortfuhr. Was ist denn so Besonderes daran, wenn man sich aus der Bibliothek ein Buch ausleiht? Das ist schon besonders bei uns, antwortete Fairy und erklärt dazu: Ihr könnt es nicht wissen, aber da diese Bibliothek samt ihrer Bücher mal ein Herzog gehörte, der sie jedoch nach seinem Tod allen zur Verfügung stellen wollte, ist es so geregelt, dass die Bücher eigentlich nicht verliehen werden. Früher, als ich noch klein war, Buchwurm war da auch schon Bibliothekar, konnte ich immer ein Buch ausleihen, aber ein paar Jahre später hat er sich irgendwie geändert. Ich weiß nicht wieso, aber eines Tages hat er einfach aufgehört, Bücher zu verleihen. Seitdem kann man die Bücher nur noch in der Bibliothek lesen. Fairy? Sprach Honoria daraufhin nachdenklich. Wie lange ist das her? Er zuckte mit den Schultern und antwortete dann unsicher: Poh, ich weiß nicht, vielleicht 5 Jahre? Warum? Sie deutet auf die Liste, auf die Zeile, in der das ausgeliehene Buch eingetragen war, und sprach dann: Könnte es auch 4 Jahre und 10 Monate her sein? Seitdem ist nämlich dieses Buch ausgeliehen. Offenbar wurde es nie zurückgegeben. Deswegen also, sprach Fairy eilig, ehe er fortfuhr: Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Buchwurm hat dieses Buch verliehen und nie wiederbekommen. Das muss sein Vertrauen so verletzt haben, dass er halt einfach beschloss, nie wieder eines zu verleihen. Tami beugte sich über die Liste und sprach: Lass einmal sehen. Er schaute kurz und sprach dann: Was für ein seltsamer Titel. Die Essenz des Lebens. Und wer war der Ausleiher? Fragte Lucy. Ein gewisser Oholon, antwortete Tami, hob seinen Kopf und blickte die anderen an, wobei er fragte: Kennt ihn jemand von euch? Ein einheitliches Kopfschütteln machte die Runde, auf der ein bedächtiges Schweigen folgte, während die Sonne langsam hinter den Horizont versank und die Dunkelheit in die Räume einkehrte. Ob dieser Oholon in irgendeiner Verbindung zu dem allen steht? Fragte Ferry schließlich und brach damit das Schweigen. Das können wir nur herausfinden, wenn wir erfahren, was in dem Buch steht, warf Tami gleich ein. Wo ist das Problem? Fragte Lucy und legte ihren Kopf spielerisch zur Seite, weiß mit einer ihrer Hände durch ihr langes, prachtvolles Haarstrich, ehe sie fortfuhr. Ich kenne zwar Buchwurm so gut wie gar nicht, aber meine unvergleichliche Menschenkenntnis verrät mir, dass er sich an jeden Besucher erinnert. Vor allem,
wenn jener Besucher ein Buch nicht zurückgegeben hat. Naja, aber wenn er weiß, wer das Buch hat, warum hat er es dann nicht einfach wieder geholt? Fragte Ferry sogleich zweifelnd, woraufhin Lucy mit ihren Schultern zuckte und antwortete: Das müsst ihr ihn schon selber fragen. Ich bin klug, aber keine Hellseherin. Ferry blickte Honoria an und diese nickte zustimmend mit einem fröhlichen Lächeln, woraufhin Ferry sich wieder zu Lucy und Tami umdrehte und zu diesen sprach: Einverstanden. Wir gehen zu Buchwurm und fragen ihn einfach mal. Ihr könnt ja indes weitermachen und euch die anderen Bücher vorknöpfen. Vielleicht findet ihr ja einen Hinweis. Genau so machen wir es, antwortete Tami fröhlich. Gerade als sich die beiden Parapsychologen umdrehten und gehen wollten, rief Tami: Wartet, wann kommt ihr zurück? Nun, ich muss die Bibliothek hinter mir abschließen, sonst macht sich Buchwurm große Sorgen und ich weiß nicht, ob er mir den Schlüssel dann gleich wieder mitgibt. Ihr habt ja selbst gehört, dass er sich um mich und Honoria Sorgen macht. Er machte eine kurze Pause und grübelte, ehe er fortfuhr: Ich denke, spätestens wenn der gute Buchwurm morgen früh die Bibliothek eröffnet, sind wir wieder da. Lucy sprach darauf: Und was, wenn ihr nicht zurückkehrt? Auf diese unerwartete Frage wussten die beiden Parapsychologen keine rechte Antwort, weswegen Honoria mit einem Stirnrunzeln zweifelnd fragte: Warum sollten wir nicht zurückkehren? Denkt ihr, wir lassen euch im Stich? Nein, das nicht, antwortete Tami beschwichtigend und erklärte dazu: Aber wer weiß schon, was passiert. Da dies mit einem Lächeln sprach, um die Sorge der beiden zu vertreiben, begann diese auch wieder zu lächeln und Ferry antwortete lässig: Darüber macht euch mal keine Gedanken. Wir werden schon wiederkommen. Daraufhin legte er den Arm um seine Liebste, wand sich mit ihr um und lief zur Treppe, welche die beiden hinaufstiegen, sodass die beiden Biokryptologen in der Dunkelheit zurückblieben. Ein Knarren der Bibliothekspforte, gefolgt von dem Geräusch, wie diese zugeschlagen und abgeschlossen wird, verriet den beiden Geistern, dass ihre menschlichen Gefährten das Gebäude verlassen haben mussten. Wollen wir, meine Liebste? Fragte Tami im romantischen Ton seiner Lucy. Sehr gern, mein Liebster. Ich hoffe nur, dass unsere neuen Freunde auf keine nennenswerten Hindernisse stoßen, antwortete Lucy besorgt. Tami schaute sie tief an und sprach dann besorgt: Du spürst wieder eine Gefahr, nicht wahr? Ja, warum hast du mich sie nicht warnen lassen? Weil sie sich sonst vielleicht gefürchtet hätten. Angst mag ein nützlicher Schutzreflex sein. Jedoch hemmt sie die Fähigkeit des logischen Denkens immens. Ich wollte die beiden nicht verunsichern. Tami drehte sich um und ergriff ein Streichholz, um die Kerzen anzuzünden, da es nun sehr finster war. Lucy war einen Moment ruhig, ehe sie kalt sprach: Und welche Vorahnung hast du ihnen vorenthalten? Da Tami nicht sofort antwortete, hakte Lucy nach: Es geht um dieses Buch, nicht wahr? Du spürst, dass es wichtig sein muss, richtig? Jetzt hatte Tami die Kerzen angezündet und antwortete mit einem leichten Kopfschütteln: Ich weiß es nicht genau, aber ich spüre ein seltsames Prickeln, wenn ich an das Buch denke, obwohl ich mir sicher bin, es nicht zu kennen. Er blickte sie durchdringend an und fragte: Ist es immer so, wenn du eine Vorahnung hast? Spürst du dann auch immer dieses seltsame, unangenehme Prickeln in dir, wie einen inneren Juckreiz? Sie schüttelte den Kopf und antwortete dann: Nein, es ist ein seltsam beruhigendes Gefühl. Was ist es dann, was ich spüre? Ich weiß es nicht, aber ich spüre es auch, wenn ich an dieses Buch denke. Es ist so, als würde eine Art Entität uns davor warnen wollen. Tami schlug ein Buch auf, welches den Titel »Flüche und ihre Wirkung – Eine magie-psychologische Abhandlung für Anfänger« trug und sprach dabei: So muss es den Menschen gehen, wenn sie an Geister denken. Kein Wunder, dass sie uns fürchten. Du vergisst, Liebster, wir waren auch mal Menschen, antwortete Lucy. Ja, begann Tami. Aber ich bin nun schon so lange Geist, dass Geister für mich das Normale sind, so dass ich sie nicht mehr fürchte. Lucy gesellte sich neben ihn und blickte mit in das Buch, wobei sie sprach: Angst hat man nur vor Dingen, die einem zu fremd erscheinen. Vielleicht
fürchten wir uns deswegen vor dem Buch? Wie meinst du das? Naja, überleg doch mal. Die Menschen fürchten Geister, Tod und das Jenseits, weil sie an ihrer Existenz haften. Was passiert dann? Sie sterben und sind dann Tod oder Geister. Also genau das, was sie fürchten. Wir fürchten uns ohne logische Gründe vor dem Buch. Vielleicht spüren wir intuitiv die Bedrohung unserer Existenz durch dieses. Es herrschte einen Moment bedächtige Ruhe. Dann schlug Tami das Buch zu und sprach ernst. Alles und jeder muss irgendwann einmal vergehen. Niemand kennt die Zukunft, nichts ist sicher. Und auch wenn das Buch uns tatsächlich vor unser Ablehnen warnen sollte und wir unterbewusst das danach fürchten, so werde ich mich dem trotzdem stellen. Daraufhin öffnet Lucy überrascht ihre Augen, um sich dann eilends an Tami zu kuscheln, wobei sie sprach: Ich möchte nicht gehen. Ich möchte da sein, wo du bist. Daraufhin hob Tami ihr Kinn vorsichtig mit seiner Handfläche nach oben, sodass ihr Blick sein zartes Lächeln traf, woraufhin er beruhigend sprach: Das danach war ein Geheimnis für uns, als wir noch Menschen waren. Und es ist ebenso jetzt ein Geheimnis, wo wir Geister sind. Aber unsere Schicksale sind untrennbar miteinander verflochten. Deswegen waren wir als Menschen zusammen und sind es jetzt als Geister. Und was auch immer darauf folgen mag, wir werden zusammen sein, denn nichts kann dieses mächtigste aller Bande trennen. Furcht, Trauer, Leid, Schmerz, Hass, sie alle weichen der wahren Liebe. Und wahre Liebe haben wir gefunden, indem sie unsere beiden Seelen unsterblich miteinander verbunden haben und so untrennbar für jegliche Macht geworden sind. Darum werde ich immer da sein, wo du bist. Lucy blickte Tami tief in die Augen und ihre Freude und damit auch ihr Lächeln wuchs immer weiter ran, bis sie die Macht ihrer Gefühle nicht mehr halten konnte und ihr Freudentränen kamen, woraufhin sie ihre Arme um Tamis Hals schwang und diesen fest an sich presste, wobei sie verheult und zugleich freudig sprach: Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, erwiderte Tami glücklich und fügte dann hinzu: Bist du jetzt beruhigt? Sie nickte und presste sich eng an ihn. Er tat es ihr gleich und so verblieben die beiden Liebenden fest ineinander umschlungen.